Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute haben wir ein sehr lustiges Video und zwar werden wir... Welches Video ist denn nicht lustig von uns, Hella? Sag mal. Ja, stimmt, da gibt es eigentlich keins. Ganz viele von euch haben mich immer gefragt, wie man seine Eltern denn überreden kann oder überzeugen kann, ein eigenes Pferd zu kaufen. Deshalb haben Tom und ich uns überlegt, machen wir einen kleinen Sketch, wo wir euch das demonstrieren werden, wie man seine Eltern fragen kann. Das sind nicht meine eigenen Ideen, sondern ich habe euch bei Instagram gefragt und da habt ihr in diesen Fragesticker ganz viele Sachen reingeschrieben und ich habe mir die allerbesten ausgesucht. Und naja, nicht die allerbesten, wir konnten gar nicht alle durchgucken. Vielleicht müssen wir auch nochmal eine zweite Folge davon drehen. Wenn ihr Lust habt und euch das Video gefällt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere Tipps habt, wie ihr eure Eltern überreden könnt, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare, damit ihr den anderen Leuten helfen könnt, wie sie ihre Eltern überzeugen können. Genau, und hier habe ich jetzt schon diese Brille, die wir Tom jetzt aufsetzen. Ich? Und er wird mein Vater spielen. Okay, wir brauchen für dich aber auch noch einen Namen, weil du kannst nicht Hella sein, du hast ja schon Pferde. Also du bist... Ich bin die Sabine. Du bist die kleine Sabine, die gerne ein Pferd hätte. Raus. Seit wann haben wir so viele Pakete? Kind. Kannst du einmal deine Bücher hochnehmen? Kind, was ist denn los? Seit wann bist du so motiviert im Haushalt? Ich meine, ich freue mich ja, aber irgendwie... So werde ich jetzt immer sein. Immer werde ich so viel machen im Haushalt, wenn ich bitte ein Pferd haben kann. Ein Pferd? Ja, ich hätte so gerne ein Pferd. Da würde ich auch immer alles im Haushalt machen. Da muss ich erstmal mit deiner Mutter drüber sprechen. Na, was schreibst du denn da Schönes? Ach, ich mache eine Pro- und Kontraliste. Wirklich? Für ein eigenes Pferd. Für ein eigenes Pferd? Ja, darf ich die mal sehen? Die Kontraliste ist bestimmt lang. Nö. Naja, hier steht, dass ein Pferd teuer ist. Aber ich habe schon eine Jobanzeige beim Bäcker gefunden. Und da willst du dich jetzt bewerben? Ja, genau. Und du hast ja gar keine Zeit. Also hier steht ja auch, dass das viel Zeit in Anspruch nimmt. Das stimmt, aber ich werde einfach meine Wii verkaufen und dann spiele ich auch nicht mehr so viel. Und dann kann ich die Zeit für ein eigenes Pferd investieren. Du willst deine Wii verkaufen? Ja, das ist doch mal ein Argument. Ja, dann mach mal weiter. Übrigens, Leute, in der Infobox findet ihr nochmal die besten Pro- und Kontra-Argumente. Tschüss, Papa! Wo willst du denn hin? Achso, ich mähe den Rasen bei Oma und Opa. Die haben mir gesagt, dass sie mir 10 Euro bezahlen, wenn ich da den Rasen mähe. Und weil ihr mir ja kein eigenes Pferd kaufen wollt, spare ich jetzt einfach selber da drauf. Aha, dann musst du aber noch viel Rasen mähen. Dann mache ich das eben. Tschüss! Ja, dann sag mal, worüber wolltest du denn mit mir sprechen? Ich hätte so gerne ein eigenes Pferd. Kind, du musst erstmal lernen, Verantwortung zu übernehmen. Damals, als wir den Hund hatten, du bist die erste Woche jeden Tag mit dem Gassi gegangen und danach mussten Mama und Papa das die ganze Zeit machen. Ja, aber damals war es auch einfach anders. Da war ich noch nicht so verantwortungsbewusst, wie ich jetzt bin. Und jetzt verspreche ich euch, dass ich mich darum kümmern werde. Du hast mir doch mal von diesen Reitbeteiligungen erzählt. Wäre das nicht was für den Anfang und dann... Schauen wir mal, ob das klappt, dann machst du das ein halbes Jahr. Ja, das wäre so cool! Ah! Und wenn du dann bewiesen hast, dass du es wirklich verantwortlich machst, dann können wir nochmal drüber sprechen. Papa, ich habe in der Mathearbeit eine 1 geschrieben. Schau dir das an! Sag bloß, sonst hast du doch immer eine 5. Ja, das super, ist super, oder? Unglaublich. Oh, kannst du mich einmal die Vokabeln abfragen? Ne? Ich schreibe in 3 Wochen schon einen Test. Ich muss die alle können, wirklich. Ich möchte jetzt richtig gut werden. Ab diesem Jahr bin ich richtig gut in der Schule. Das verspreche ich dir. Also, mich freut das ja wirklich. Soll ich dir eins sagen? Hätte ich ein Pferd, ja, wäre ich noch besser. Aber als 1 geht doch gar nicht besser. Also Leute, an dieser Stelle müsst ihr ein besseres Argument finden. Und vielleicht erst mit einer 2 nach Hause kommen. Weil dann habt ihr noch ein Argument. Aber ihr wisst... was gemeint ist. Gute Noten in der Schule helfen.
Dein? Ja, komm mit! Das wird super, komm mit! Was soll ich denn im komm Stall? Komm mit! Was soll ich denn? Du musst dir die Pferdchen anschauen, die sind so süß! Ach. Pferd. Mann! Kind, was machst du nur? Sabine! Na, mein Kind, wie war's heute in der Schule? Aha. Das ist auch eine Antwort. Muss wohl gut gewesen sein. Was machen die bloß immer in der Schule? Was wünschst du dir dieses Jahr eigentlich zu Weihnachten? Das weißt du doch! Ein eigenes Pferd! Sabine, das wird es dieses Jahr nicht geben, das hat es die letzten 10 Jahre nicht gegeben und das wird es auch in Zukunft nicht geben. Wann verstehst du bitte, das endlich mal? Bitte, kein bitte, bitte, kein Wenn bitte, und kein bitte, Aber. Bitte, 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 ach, bitte, 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 bitte. 3 Stunden später. Bitte, 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 bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Hallo Papa, ich habe dir jetzt hier einmal eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Für ein eigenes Pferd. Hier habe ich einmal die Aufgaben aufgelistet, wie zum Beispiel Misten, Futter, natürlich Reiten, was dazu kommen würde und die Preise einmal aufgezählt. Ich habe jetzt schon 3,78% vom Kaufpreis und natürlich auch 5,39% von der Boxenmiete, die darf man natürlich auch nicht vergessen. Dann habe ich noch 70,8% von Oma und Opa, so viel würden die zwei sogar dazu steuern, das ist natürlich mega. Und dann habe ich hier noch einmal die Zeiteinteilung: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wer sich dann um das Pferd kümmern würde, da habe ich jetzt zum Beispiel Montag, Dienstag, mache ich, Sabine. Das, am Mittwoch würde sich meine Freundin Leonie drum kümmern, damit ich die Schule natürlich auch nicht vernachlässigen werde. Papa? Ja, mein Kind. Es gibt tolle Neuigkeiten. Du weißt ja, ich habe ja jetzt so die letzten 3 Jahre, ne, auf ein Auto gespart und. Du hast ein Auto gekauft? Heute? Nein. Ja, habe ich das Geld ausgegeben und zwar habe ich mir ein eigenes Pferd gekauft. Ein eigenes? Du meinst ein Mustang? Das Auto Mustang meinst du? Nein, nein, ein eigenes Pferd. Ein eigenes? Ein eigenes? So, Sabine, ich weiß gar nicht, wie viel ich in diesem Video gelesen habe. So viel habe ich in den letzten 3 Jahren nicht mehr gelesen. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, würden wir uns mega drüber freuen. Und schreibt nochmal ein paar weitere Tipps und Tricks in die Kommentare, wie ihr eure Eltern überreden könnt. Vielleicht drehen wir nochmal einen Teil 2 und vielleicht ist sie dann die Mutter und ich bin der kleine Justus, der gerne ein Pferd haben will.
Vielleicht hat euch ja der ein oder andere Tipp noch eine weitere Möglichkeit eröffnet, eure Eltern zu überzeugen. Wenn nicht, dann einfach mal dranbleiben. Die armen Eltern, die werden jetzt die ganze Zeit genervt. Ey, ich war ja der Vater, ich weiß, wie sich das anfühlt. Die ganze Zeit hier so rum. Also wirklich das mit den Nerven, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Was würde dich denn so als Elternteil überzeugen, Tom? Ich glaube, wenn ich damit einfach keinen Stress hätte, so mich würde es halt nerven, wenn irgendwann die Arbeit so auf mich abgewälzt wird, sondern so, dass man wirklich merkt, so ich habe damit gar nichts zu tun, das Kind schafft das alleine, kriegt das alleine geregelt mit dem Geld und ich muss mich da nicht drum kümmern und vielleicht unterstütze ich da auch mal ein bisschen was mit dem Geld technisch und so, weil ist ja auch mein Kind und soll ja auch Spaß haben, aber nicht die ganze Zeit genervt werden, dass man was für das Kind machen soll oder so, genau. Papa, bitte misse den Stall für mich aus. Papa, ich habe heute keine Lust zum Pferd. Kannst du für mich reiten? Nee, so auf sowas hätte ich keine Lust. Kannst du für mich reiten? Naja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ihr schafft das schon. Wir drücken euch die Daumen und dann würden wir sagen, Dann würden wir sagen, sehen wir euch im nächsten Video wieder. Und bis dann. Tschüssi. Tschüss.